Im umkämpften Nordwesten Syriens soll bei einem Angriff giftiges Chlorgas eingesetzt worden sein. Das ist passiert. Die syrische Rettungsorganisation Weißhelme hat am Sonntag von einem Giftgasangriff in der syrischen Stadt Sarakeb berichtet. In der von Rebellen besetzten Stadt sollen 9 Menschen bei dem Angriff verletzt worden sein. Auch 3 Helfer der Weißhelme sollen unter den Verletzten sein. Darum ist es wichtig, am Donnerstag hatte US-Verteidigungsminister James Mattis das syrische Regime unter Präsident Bashar al-Assad beschuldigt, weiterhin Chemiewaffen zu produzieren und einzusetzen. Das syrische Außenministerium wies die Anschuldigung zurück. Man habe die gesamten Chemiewaffenbestände der Organisation für das Verbot chemischer Waffen, OPCW, übergeben, hieß es. Was ihr noch wissen müsst: Syrien war nach einem früheren Giftgasangriff 2013 unter starkem internationalem Druck der OPCW beigetreten und hatte der Vernichtung seiner Chemiewaffenbestände zugestimmt, doch noch im April letzten Jahres kam es in dem Land zu einem tödlichen Giftangriff mit 58 Opfern in der Rebellenstadt Chanchaychun. Die Spuren des Angriffes führten zum Diktator Bashar al-Assad. Mehr zum Thema: Liebe Staatschefs, Ihnen dürfen diese Bilder nicht egal sein. Handeln Sie endlich.